Ja, Monika Salcher und der Kölner Musikladen sind erneut zu Gast bei der KG Uhu in Hollweide. Diesmal bei der Pute-Sitzung. Und ich habe mich einfach schon mal hier unter kleine Jecke Volk gemischt. Ist für mich natürlich eine besonders schöne Sitzung, weil da bin ich einmal nicht der Allerkleinste. Bei der Buche-Pute-Sitzung hier bei der KG Uhu habe ich jetzt der Nöres getroffen. Hallo Nöres, du bist der Leiter von der Schneuzerbands. Erzähl uns, was die Schneuzerbands sind. Schneuzerbands, das sind die Kinder von Schneuzern aus dem großen Schneuzerballett, von Mitgliedern der Gesellschaft, vom Senat und auch natürlich von ein paar Freunden. Und wir sind gegründet worden vor 11 Jahren als Gratulation zum 25-Jährigen von der Großen Schneuzer. Und das hat bis jetzt Bestand behalten. Wie viel sind das dann? Im Moment sind es 24. Das ist aber ja schon schön, dass man auch den Nachwuchs dafür begeistern kann. Ja, aber sicher. Wir sind immer froh, wenn wir noch neue dabei kriegen. Denn da türen ja immer welche ab. Wir waren schon 42. Kultur versteht. Madame zischt jetzt Inge vor, dass er Schüren und Sehen verhält. Jetzt jedes los. Der erste Tanz passt zu unserem Motto. Und zwar unsere Bützmisch. Achtung, Schneuzerfans aufgepasst. Machen wir drei. Schirm für den Buch. Wann an der Musiklation. Er bewahrt mich unter Rechte. Der Winter je, wenn es Feuer gibt und der Winter je, und der Maibaum wieder um Dorfrat steht, und der Maibaum wieder um Dorfrat steht, stand die junge Staats in Reih und Glied, stand die junge Staats in Reih und Glied, weil sich alles um die Mädchen lieb, weil sich alles um die Mädchen lieb. Hey, das Jung, endlich ist es zurück. Schlafet und erhöht mich. Komm, zeig mal doch ein bisschen du, der so gut ein bisschen wird's mir schick nach. Läuft mal nicht so, mein lieber Wunsch, noch ein bisschen höher wird's mir schick nach. Lass doch die andere Junge mir. Bei der Buche-Pute-Sitzung hier bei der KG Uhu habe ich 4 junge Damen getroffen, die vor ganz kurzer Zeit noch selber in dem Saal hätten herumspringen können, weil sie sind jung und sie sind frei. Ha, super, ne? Der Titel schon mal. Ja, dies ist allerdings, wie die Fans auch wissen, der Titel aus der letzten Session. Ihr dürft jetzt mal selber sagen, wie euer Titel in dieser Session heißt. In Kölle, ihr Bütz? Oh.
So, ihr habt noch einen Titel. Es geht da um einen Regentanz, das weiß ich schon. Und ich habe es sehr geübt, aber ich glaube, ihr könntet noch besser sagen. Habba, kabba, habba. Seht ihr, was ich geübt habe, klang anders. Was mich gefreut hat, ich habe bei euch auf der Homepage mal geguckt, es gibt ein Lernvideo dazu. Das müsst ihr mal erklären. Ja, es ist so, das ist eigentlich der zweite Titel auf unserer Single, also in Kölle Jebütz eigentlich der Titelsong. Und dieses Habba Kabba Habba, das ist so ein Tanz, wir beschwören den Regenmann gemeinsam. Und es war so, wir haben das auf den Sitzungen gespielt und es kamen immer mehr Leute, die gesagt haben, super witzig, aber habt ihr nicht irgendwie die Anleitung, damit wir das zu Hause nachmachen können auf unserer Party? Oder Grundschullehrer kamen wirklich und haben gesagt, die wollen mit ihren Kindern das einüben für Karneval. Und dann haben wir gesagt, ja, ist eigentlich eine super Idee und haben jetzt so ein Video, da sieht man einmal den ganzen Tanz von einem Auftritt mitgeschnitten, damit man das eben zu Hause nachtanzen kann. Habba kabba habba, die Hände hoch, habba kabba habba, Regenbogen, habba kabba habba, jetzt geht es los, zieh mal dran und dreh dich rum. Ganz genau, perfekt gemacht, super, alles tipptopp. So, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer vom Kölner Musikladen, es sollte ein Geheimnis sein, aber die Köln Girls gehen in der nächsten Session zu fünft auf die Bühne und wir werden gleich mit mir zusammen, auch wieder Spaß hätte gesagt, auf die Bühne gehen und den Regentanz sehen. Ihr macht ihn doch? Ja. Und hören Rennen bei Kölle, in Kölle, Jebütz. Und vielleicht gehe ich doch mit. Ich gucke mal.